Hey ho, meine Lieben, heute machen wir weder einen Sloppy Joe Burger noch ein Chili Con Carne, wir machen ein Sloppy Con Carne. Und das Ganze hier in der Küche, weil die Gusseiserne hier hat mir gesagt, ihr ist es völlig egal, ob die Hitze vom Grill, Raketenofen oder eben vom Herd kommt. Also ganz ehrlich, mir ist es heute draußen zu kalt. Habe ich gar keine Lust drauf. Ich habe die letzten Tage schon so gefroren. Und das Ganze füllen wir in solche Kartoffelbrötchen, Semmeln, Wecken, wie man es nennen will, werden aufgeschnitten, ausgehöhlt und da kommt das Ganze dann rein. Mit Käse noch drüber, ein bisschen überbacken im Backofen und dann, okay Freunde, gehen wir rüber, legen wir los. Unsere kleine, aber feine Übersicht. Bacon, die Baconstreifen, die habe ich kurz gehäckselt. Mit dem hier einfach, dass wir ein Bacon drin haben, damit es leckerer wird. Circa ein halbes Kilo Hackfleisch. Dann habe ich zwei Paprika, eine Frühlingszwiebel oder Lauchzwiebel, ja, wie man es nennen will. Hinterher zur Deko. Da fällt mir gerade was ein. Ja, genau. Eigentlich Kidneybohnen und Mais, aber ich habe hier gerade was gesehen. Der steht auch schon länger hier rum. Texasbohnen. Fertig, alles zusammen. Für die Menge reichen die vollkommen aus. Gehackte Tomaten, unsere drei Semmeln, sage ich jetzt. Nein, es sind keine Brötchen. Naja, verkauft wurden sie sogar als Wecken. Egal. Dann Chili con Carne Gewürz. Rein theoretisch sollte jetzt hier drunter stehen, aus welchem Video das ist. Und da habe ich es, glaube ich, auch reingeschrieben, wie man das selber mischen kann. An Ketchup. An Käse habe ich einen Almdammer. Was ist ein Almdammer? Naja, mir egal. Den nehmen wir jetzt einfach und einen Gruyère. Tun wir ein bisschen mischen und überbacken nachher. Das wäre jetzt einmal soweit alles, was wir benötigen. Ich werde den hier gleich in die Pfanne reinklatschen und vorbrutzeln und dabei noch die Paprika klein schneiden. Und ja, wie es dann weitergeht in der Pfanne, sehen wir gleich da drüben. Ein wichtiges Element habe ich jetzt vergessen. Die grünt schon, es wird Frühling. Ich schaue mal, ob man die noch verwenden kann. Ansonsten nehme ich eine komplett andere. Ja. Also nicht, dass es heißt, wir hätten keine anderen Zwiebeln da. Aber man muss es ja nicht unbedingt gleich wegschmeißen. Das Grüne rausschneiden und gut ist. Das schnibbel ich jetzt soweit, während drüben der Bacon brutzelt. Und da kommen jetzt auch dann gleich noch die Zwiebeln hinzu und das Ganze kann erstmal schön anbrutzeln, bevor wir es dann erstmal wieder raus tun. So, Saskia, dann kannst du die Zwiebeln auch dazu hauen. Kann ich machen. Alles schön rein, sauber verrühren, schön anbrutzeln lassen. Ja, und ich schneide dabei drüben weiter. So, Saskia, wie sieht's aus? Genug angebrutzelt? Ja, ich glaube schon. Du glaubst schon? Mhm. Glauben, wissen? Ja, nein, vielleicht? Ich weiß es. Du weißt es, gut. Saskia sagt, es ist gut. Dann tue ich das jetzt schnell aus der Pfanne raus. Wahrscheinlich noch ein bisschen Öl dazu und dann tun wir das Hackfleisch anbrutzeln. Bevor wir jetzt endgültig das Hackfleisch anbrutzeln, tun wir noch schnell unsere Paprikas ein bisschen anschmoren. Also ich habe da kein bestes Programm, wie ich da meinen Sloppy Joe oder Sloppy Con Carne mache. Frei nach Gefühl, nach Lust, nach Laune. Ja, wir machen einfach mal. Und irgendwie sehen meine Haare heute ganz lustig aus. Naja, was soll's. Auf alle Fälle sind gleich die Paprika soweit, dass wir die dann zu den Bacon und den Zwiebeln dazu tun können. Okay. Kämm wieder darunter. Einmal auf hoher Stufe kurz angebrutzelt,
Ja, und schon ist gut. Jetzt mache ich bloß den hier kurz mal ganz aus. Es empfiehlt sich natürlich, einen Handschuh bei einer gusseisernen Platte anzuziehen. Ja, und dann können wir das ganze Zeug auch schon wieder in die andere Schale einfüllen. Das mache ich jetzt soweit und dann sehen wir uns wieder. Als nächstes kommt unser Hackfleisch rein, ein bisschen Öl mit rein. Das ist schön, wenn man beide Hände frei hat. Und dann braten wir das ordentlich an, dass es ja auch einmal ein bisschen Farbe hat. Und ja, hier ist das andere, das kann man ja noch auf der Seite stehen lassen. Und wir lassen jetzt die Saskia hier ein bisschen werkeln und das Hackfleisch schön anbraten. Während da hinten im Hintergrund noch mit dem Hackfleisch gekämpft wird, schneide ich ja mal gleich die Semmelbrötchen Wecken zurecht. Ich glaube, jetzt ist jeder fast schon zufrieden, wie ich das genannt habe. Und dann höhlen wir sie einfach mit einem Löffel, mit dem Finger, irgendwie aus. So, allzu viel wird da wahrscheinlich nicht reinpassen, aber man kann ja noch dazu essen. Soweit gut. Hier machen wir einen schönen Knödel draus. Schauen wir mal, ob wir das dann noch weiter verarbeiten, aber ich denke schon. Schauen wir rüber zum Hackfleisch. Sieht doch mal ganz gut aus, das Hackfleisch, oder Saskia? Was meinst du dazu? Ja, ich finde, dass es gut aussieht. Eine kleinere Dose von den gehackten Tomaten wäre vielleicht auch hier ganz sinnvoll gewesen, aber kleiner hatte ich nicht. Egal, fahren wir da rein, holen wir den Rest raus. Dann lassen wir es jetzt hier so noch 5 Minuten stehen und dann können wir auch schon die restlichen Zutaten mit hineintun. Was willst du sagen, Saskia? Alles gut. Alles gut? Mhm. Was ich jetzt auch weggelassen habe, ist jetzt zum Beispiel das Tomatenmark. Ist sehr viel Tomate durch die Dose ja schon gegeben und ja, deswegen denke ich mir, da müssen wir jetzt nicht extra noch eine Tomatenmark mit reinbrutzeln. Wer will, kann das natürlich machen. Ich lasse es heute einfach weg. Genauso wie den extra Zucker. Packbaren Zucker war das damals. So, Freunde, ich würde mal sagen, jetzt können wir dann so langsam unsere anderen Zutaten wieder hinzutun. Weil jetzt kommt dann die Zeit, wo wir es ja bei geringerer Hitze so vor sich hinköcheln lassen. Dann in dem Falle, damit es noch ein bisschen flüssiger wird, tun wir hier inklusive der Flüssigkeit mit rein. Das ist ja eh nicht viel. Normale Bohnen hätte ich jetzt komplett abgegossen und abgespült. So. Saskia, du kannst dabei mal wieder durchrühren. Aber bitte dieses Mal vorsichtig und nicht wieder daneben sabbern. Wenn du die Pfanne festhalten möchtest, kannst du gerne diesen Handschuh nehmen. Und während die Saskia jetzt umrühren ist, fange ich doch gleich einmal mit dem Chili con Carne Gewürz an. Schön unterrühren. Hauen wir jetzt mal 3 so Teelöffel rein und dann probieren wir es erst einmal. Ja, schön umrühren. Ist das nicht amüsant? Ja. Naja, 2,5 erst einmal und dann probieren wir zur Sicherheit. Ich habe schon probiert. Ich tue noch mal einen Löffel von dem Chili con Carne Gewürz drüber. Ja, einen guten Löffel kannst du drauf tun. Schön verstreuen. Drauf. Ja, und so schmecken wir uns das halt langsam ab.
dass wir bis zu unserem gewünschten Ergebnis kommen. Was mein Fact, Knoblauch habe ich heute auch keinen rein. Aber egal, der muss auch nicht jedes Mal sein. Ist vielleicht auch besser, weil mein Schatz muss ja später wieder los zum Bus fahren. Und jetzt haben wir noch ja, ca. 35 Minuten, bis er nach Hause kommt und essen möchte. So. Hau nochmal einen Löffel rein. Boah, langsam wird es richtig gut. Das war ja bloß ein halber. Nochmal eins. Ja, einen halben noch. Dann ist aber wirklich gut. Gut. Das reicht. Dann schalten wir jetzt das Ganze runter. Schalter mal auf 3. Und so lassen wir das Ganze jetzt einfach noch so, ich würde mal sagen, Viertelstunde, 20 Minuten vor sich hinköcheln. Danach geht es dann mit dem Brötchen weiter. Oder den Semmeln. Oder den Wecken. Wie ihr es nennen möchtet. Und ich probiere jetzt nochmal. Na? Gut. Sau gut. Mir war doch die ganze Zeit so, als ob da noch irgendwas fehlt. Und es wäre in dem Falle noch der Ketchup. Da hauen wir noch einen ordentlichen Sputz rein. Und dann ist aber wirklich gut. Und wie gesagt, so vor sich hin wimmern lassen ein bisschen. Und dann können wir unsere Brötchen füllen. Wir sehen uns dann da drüben wieder. So Leute, den Backofen schalte ich jetzt gleich mal ein. Und zwar bloß auf Oberhitze auf ca. 180 Grad zum Überbacken. Und dann komme ich auch schon mit meiner Pfanne hier rüber zu euch. Ja. So, kann man das alles sehen? Brötchen, ja. Und dann habe ich mir hier so eine kleine Kelle hergerichtet. Füllen wir hier unsere, ich sage jetzt einfach weiter Brötchen. Und Leute, ich empfehle euch, um Ärger mit Schatzis zu vermeiden, das Ganze gleich einmal auf einer geschlossenen oder auf einem geschlossenen Backblech zu machen. Ja, dass man den Herd, den Backofen nicht so versaut. So, einmal schön auffüllen. Und den Rest gibt es dann eben so zum Dazuessen. Läuft da schon das Wasser im Mund zusammen, Saskia? Ja. So soll es sein. Gut. Hier habe ich unseren Gruyère. Ja, da haben wir jede Menge von dem. Jede Menge und das reichlich. Ich glaube, da brauchen wir den anderen Käse gar nicht. Magst du so essen? Mhm. Nimm. Okay, Freunde, und dann können wir das Ganze im Backofen reintun. So, Leute, Backofen auf. Und ab geht's. So Freunde, Backofen ist gleich fertig. Ich fange hier ja mal an zum sogenannten Garnieren. Ich probiere es zumindest einmal. Ich glaube, jetzt muss ich die Cam doch nochmal hochnehmen. So, tun wir ein bisschen so zum dazu essen mit hinauf. Wie gesagt, ich probiere das jetzt ganz einfach mal. Sehen die da drinnen aus? Ja, einen kleinen Augenblick können sie noch. Ja, ich zeige es euch, wenn sie drüben sind. So, dann nehmen wir etwas von unserem
ja, rausgepulten Belag. Ein Deckelchen noch dazu. Dann können wir hier jetzt schon ein paar Frühlingszwiebeln drauf. So. Und. Wir schauen nach. Iha. Fertig. Unser Schloppi con carne im Kartoffelbrötchen. Kartoffelwecken. Kartoffelsemmel. Egal. So sieht es aus. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Schatz, dein Essen ist fertig. Oh, Schatzi, machst du uns noch einen schönen Anschnitt, wie das von innen ausschaut. So. Boah, das sieht doch mal richtig gut aus. Gut, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Dankeschön. Und naja, Schatz hat vorher noch gemeint, warum ich aus denen keine Croutons gemacht habe. Ja, ich habe nicht so weit gedacht. Okay, wir sehen uns nach dem Essen zum Fazit. Na, Saskia macht die anderen zwei Teller für uns. Ja, so schlecht sieht es ja jetzt bei dir auch nicht aus. Ich bin zufrieden. Cool. Gut, dann können auch wir essen. So, Freunde, kommen wir noch zum Fazit. Und ganz ehrlich, ich bin zu faul zum Aufstehen. Es war sehr, sehr, sehr lecker. Es war wieder mal ein Freestyle, so wie man einfach gerade Lust drauf gehabt hat. Und genau so könnt ihr das auch nachmachen, genau wie ihr Lust drauf habt. Zutat mehr, Zutat weniger, wie jeder möchte. Mein Schatz frage ich jetzt nicht, wie es geschmeckt hat, weil ja, es war doch etwas schärfer als erwartet, aber mega lecker. Schatzi, war's gut? Ja, und Saskia hat auch gepumpt. Warum hast du so einen hochroten Kopf? So warm. Ist ja so warm. Ja, Freunde, ein Daumen nach oben würde mich freuen. Abo natürlich sowieso. Und ich gehe jetzt wieder hinter weiter basteln. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.